Hallo und willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. So, mit dem Porto Fisker haben wir das letzte Mal aufgehört. Und ich glaube, ich versuche mir jetzt nochmal an diesem Kopfzeichen. Einmal. Das hat auch einmal geklopft und beim Klopfzeichenzettel steht ja plus minus plus. Eventuell zweimal dann. Einmal ich, einmal der andere. Dreimal. Das wird jetzt me. Ah, das geht sich nicht aus. Kann man einmal und nein sagen? Okay. Dreimal. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Nee, so nicht. Das noch einmal probieren. Gehen wir nochmal zum Kutter. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Und du bist dir sicher, dass du Goal wieder zusammensetzen kannst? Natürlich. Ich brauche nur die dritte Datasette. Die, die sich in Donners Implantat befindet. Genau die. Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Auch wenn mir der Seegang etwas Sorgen bereitet. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, Stabilisatoren an die Knochensäge zu bauen. Weißt du zufällig, ob Goal Bluterin ist? Du schaffst das schon. Ich komme nicht auf den Funkmast. Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Okay, das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Das wäre doch praktischer. Warst du schon mal in Porta Fisco? Öfters, aber es lohnt sich immer weniger. Der Organon hat die Innenstadt besetzt. Und die Bewohner der Slums vor den Stadttoren können sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten. Ach, die Armen. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Goal, was? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Na klar. Das ist weitreichend doch. Weitreichende Konversation. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Na klar. Die Krawall-Goal was anderes zum Sorgen vielleicht? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir geht's super. Nee, auch nicht. Ich glaube, ich muss aber... Muss da nochmal hin. Jedes Mal. Hey, Go! Alles gut. Was treiben wir? Keine Sorge. Hört all. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach, du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern, oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich? Reingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Yippie! Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja, warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen?
Also machst du's? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die Ufos? Moment mal. Naiv? Kübel Wasser? Regenschirm? Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Kenn ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Ja, das wussten wir doch schon. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ihr habt jetzt den Schlauch da. Vielleicht können wir das mit dem Generator vielleicht da unten benutzen. Vielleicht geht das. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Außer Gefecht setzen? Oder mit Eis abkühlen? Die würden nur schmelzen. Ich frage mich eh, warum die so lange halten. Industrieschnee hält am längsten. So, können wir mal schauen. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um da... Ich muss... Achso. Das Dieselöl leckt ja verblüffend. Hier gibt's einen Tank... Nee, nicht anfassen. Autsch! Ich muss... Ein Auspuff. Kann man doch sicher eine Banane reinstecken. Ja. Aha! Der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Und jetzt hier gibt's einen Tank für... Aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Jetzt den Schlauch. Ja. Ich hoffe, dass... Jetzt damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Wo ist das jetzt hin? Lecker! Und jetzt... Sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden? Es läuft ja schon alles ins Meer. Das ist nicht gut. Okay, ein Gefäß haben wir natürlich nicht. Kein Gefäß in Sicht. Sie haben ein Gefäß? Ja, Rufus, gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir geht's super. Baby Goal, was zu sagen? Was anderes zu sagen? Baby Goal! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Na klar. Nö. Wo so? Alles klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist... Über deine Beförderung... Erstmal... Was ist das hier für eine Insel? Der Name ist Isla Obacht, aber die Seeleute nennen sie das Höllenloch. Klingt aufregend. Ja, das täuscht. Eigentlich ist die Insel nur ein weiterer Haufen Schrott, der aus dem Meer ragt. Sie ist nur auf der Karte, weil es hier immer Unwetter gibt, die man weiträumig umfahren sollte. Also, beeilt euch besser mit eurem Funkmast. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Havarie. Das ist vielleicht das Letzte, was du brauchst. Das Letzte, was ich brauche, ist rote Beete und Belehrungen. Rote Beete und Belehrungen. Okay. Zurück an die Arbeit, Matrose. Aber ich bin der. Ach, was rege ich mich auf. Recht hast du. Bringt dir gar nichts. Okay, wir brauchen ein Gefäß zusätzlich zum Eimer. Nordpol. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pit... Genau, das war er da. Den stecken wir jetzt in den Nordpol. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber vielleicht kann ein weiteres meiner brillanten Wortspiele das Eis brechen. Ganz schwaches Publikum. Okay, dann hätte es sein können, dass er das irgendwie frei hat. Aber sonst ist da draußen noch nichts. In Kuva konnte ich hätte...
Geschwisterdialoge. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von dir? Ich arbeite. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Mir ist kalt. Und das, wo du doch so heiß bist. Oh je, vielleicht habe ich Fieber. Dabei esse ich immer brav mein Gemüse. Oh, mein Dialog. Es ist tatsächlich ganz schön kalt hier. Wenn du dich aufwärmen willst, ja, nimm dir einen Tee. Mua. Aber Vorsicht, er ist sehr heiß. Für Vorsicht ist doch genug Zeit, wenn wir tot sind. Was machen wir hier eigentlich? Was du machst, weiß ich nicht. Ich für meinen Teil friere. Ja, zu dumm, dass ich vorhin die Kiste mit den Heizdecken über Bord geworfen habe. Warum hast du das überhaupt gemacht? Och, halt dich da raus. Ich frag dich ja auch nicht, warum du deine Diät abgesetzt hast. Das war gemein. Hast du schon von dem Tee getrunken? Nur ein wenig. Er ist noch sehr heiß. Nichts ist so heiß, dass ich mir nicht wiederholt die Finger daran verbrennen würde. Du solltest sowieso nicht so viel von dem Tee trinken. Er ist sehr dünn und irgendwer hat das Kutterklo überflutet. Dafür weiß dieser Irgendwer jetzt aber auch, in welche Richtung sich der Abwasserstrudel direkt am Pol dreht. Und dass er sich gar nicht mehr dreht, wenn man Docs lange Unterhosen hineinstopft. Okay. Hast du die Sterne gesehen? Du willst mit mir die Sterne anschauen? Oh, das ist ja so romantisch. Genau. Darum habe ich das ja auch gesagt. Und nicht, weil ich in der Zwischenzeit in deinem Tagebuch rumradieren wollte. Du bist süß. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Auch mit raus zu den Sternen? Nee. In Kuwako, ich hätte... Sind hier ganz allein. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte. Über deine Erstmal. Ich glaube, da stimmt etwas mit deiner Heizung nicht. Wenn dir kalt ist, nimm einen Schluck Tee. Aber Vorsicht, er ist sehr heiß. Wenn Vorsicht wirklich so vorbildlich ist, warum weiß man dann nicht, wer der Vater der Porzellankiste war? Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Zurück an... Aber ich mach. Okay. Hey. Was ist das eigentlich für ein Tee? Nierentee. Der wärmt und ist gut für die Blase. Du solltest aber nicht zu viel davon trinken. Wieso? Ich habe eine außerordentlich große Blase. Vorsicht, der Tee ist heiß. Höre ich da eine Herausforderung? Nein, ich... Au! Verdammt! Ich habe dich ja gewarnt. Wollte ihn eigentlich mitnehmen. Umschalten. Herr Valgol, hast du was für mich? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Bis auf die Tatsache, dass du uns ins ewige Eis verfrachtet hast? Immerhin habe ich uns nicht auf einen Eisberg manövriert. Hast du wohl! Und warum kann ich mich daran nicht erinnern? Wahrscheinlich, weil du von einem Kühlschrank am Kopf getroffen wurdest, als uns die Eisbären angegriffen haben? Ich scheine einiges verpasst zu haben. Das hast du wohl. Und es war ziemlich cool. Es ist tatsächlich ganz schön kalt hier. Du Schwächling. Kannst du nicht mal ein bisschen Kälte vertragen? Mehr als du. Ach ja? Oh ja. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Eisschwimmen! Eisschwimmen? Okay. Ist dafür nicht ein bisschen kalt? Das wäre nichts für mich. Wartet mal. Sowas ist gefährlich. Hey! Ach, wozu rege ich mich auf? Ich kann mich ja immer noch an meinen Happy Place träumen. Happy, 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 happy. Ich habe gesagt, keine Eisschollen unter der Gürtellinie. Du nuschelst aber auch gewaltig. Hey Bozo, du solltest mal deine Schiffsschraube überprüfen. Irgendein Verrückter hat einen Pinguin daran festgebunden. Kein Problem. Ich kümmere mich später darum. Aber sei vorsichtig. Du könntest unsere Rutschbahn kaputt machen. Was machen wir hier eigentlich?
Müsstest du das nicht am besten wissen? Immerhin hast du uns doch hierher gelotst. Ja, aber du weißt doch, wie das hier läuft. Jede Aufgabe zersplittert sich in Teilaufgaben, die wiederum in Teilaufgaben zersplittern. Da kann man schon mal den Faden verlieren. Ah, verstehe. Das stimmt allerdings, ja. Hast du schon von dem Tee getrunken? Wieso? Ist der mit Schuss? Ich glaube nicht. So ein Saftladen. Beschwer dich nicht bei mir. Ich hätte ihn mit Schuss gemacht, wenn nicht irgendwer meinen ganzen Rumvorrat aufgetrunken hätte. Hey, was guckt ihr mich denn so an? Ich war es nicht. Echt jetzt? Genauso wenig, wie du mit Edding Gesichter auf den Schiffszwieback gemalt hast? Oder mit Schwefelsäure deinen Namen in den Schiffsrumpf geätzt? Nein, so richtig wirklich nicht halt. Versuch dich nicht rauszuwinden. Okay, was tut das? Hast du die Sterne gesehen? Konzentrier dich lieber auf unsere Aufgabe, Hans, guck in die Luft. Ich muss Rufus in Schutz nehmen. Früher einmal haben sich die Seeleute auch anhand der Sterne orientiert. Genau, ich wollte mich anhand der Sterne orientieren und mich nicht von ihrem Funkelzauber betören lassen. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich würde den Tee gern mitnehmen. Was ist das ein... Nieren, der Wärm, du solltest... Wieso? Ein bisschen Eis rein. Vielleicht hilft das. Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung. Und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt hatte. Was ist das? Nee, du solltest... Wieso? Ich habe eine Auf... Jetzt sollte es gehen. Tu es nicht. Der Tee ist... Heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch. Dünn. Oh oh. Was denn jetzt? Ah, so kann man natürlich auch das Eis brechen. Es stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Eine Fackel. Am Anfang war das Feuer und am Ende schimpfen wieder alle mit mir. Nimm was mit. Er hat bestimmt nichts dagegen. Nee, der braucht sie nicht. So, jetzt hätten wir eine Fackel. Machen wir mit der Fackel. Am Anfang und am Ende. Klingt jetzt wahrscheinlich noch immer ein Korn. Mist, der Knopf kein Wunder. Vielleicht hilft uns die Fackel beim Schwarzmarkt irgendwie. Hey, alles gut? Tja, der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Als Erstes kam mir eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Hast du die Katze gesehen? Hab ich. Na und? Findest du es nicht auch putzig, wie sie von innen am Fenster kratzt? Sie hat bestimmt Hunger. Warum benutzt sie da nicht die Katzenklappe und fängt sich hier draußen etwas Thunfisch? Wahrscheinlich, weil ihr zwei alle Fische verscheucht. Oder weil sie erstens zu dumm ist, zweitens zu faul und drittens einen viel zu bescheuerten Hut trägt. Aber sie trägt doch gar keinen Hut. So viel zu erstens. Die Katze scheint sich nicht für den Köderfisch zu interessieren. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vielleicht erbarmt er sie und gibt uns noch einen Thunfisch. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Na los. Erst wenn... Das ist mir zu blöd. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Na du. Da haben wir probiert, ne? Na los. Erst. Oder fünfmal. Na los. Erst. Na los. Erst. Na los. Erst. Na los. Erst. Na los. Erst wenn... Na los. Erst. Okay. Das ist... Das glaub... Funktioniert wirklich nicht. Hätte ja sein können, dass er
nach mehrmaliger Aufforderung. Köderfisch interessiert sie nicht. Katzenklappe hat die Goal schon erwähnt. Ich probiere mal, sie aufzustossen. Stossen. Die Tür war fest verschlossen. Komm, zeig Onkel Rufus. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Das muss so sein, ja. Könnte es nicht. Na, dann mitnehmen wir den Napf nicht. Warum steht der Napf hier draußen? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Will sie eine Fackel? Katzen sind zwar alles, aber irgendwie Feuer haben wir da auch keins, dass man das irgendwie. Zumindest kein offenes Feuer. Einmal umschalten. Baby Goal! Da müssen wir echt öfter mal hin und her schalten zwischen Krawall hey, und Baby. Hey Goal! Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Wir müssen. Zu dumm. Ah, zu. Ha! So eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein! Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? Dreimal darfst du raten, Baby. Wow! Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch zweimal. Hast du die Katze gesehen? Ja, so ein armes Ding. Wahrscheinlich heißt sie Schnurrbart oder Mr. Mounds oder Frank Fellmann. Oder Mick McMauseschreck oder... Goal, es reicht. Wenn wir erst einmal ihren Namen kennen, wird sie uns nur noch mehr leid tun. Ach, du hast so ein gutes Herz. Das ist einfach Erfahrung. Bei der alten Frau, die in mein Raketensilo gefallen ist, war es genauso. Die Katze scheint sich nicht für den... Wie traurig. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Dann darf sie sich auch nicht beschweren, wenn sie elendig verreckt. Ich höre sie regelrecht rufen. Hilfe! Oh, ich verende... Miau! Lass das! Oh, miau! Hilfe! Oh, sagt meiner Familie... Ich sagte, lass das, okay? Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Das ist nett. Auf jeden Fall bringt uns das doch nicht weiter jetzt. Ach, gibt es. Ich arbeite. Funkmast. Ich mach das. Halte mich. Nix Neues. Hey, go. Alles gut bei. Na klar. Ach, jetzt habe ich vorhin was vergessen. Wollte ja schauen, ob ich jetzt die Tasse mitnehmen kann. Tasse ist weg. Die Tasse ist weg. Na. Alles klar. Ein. Über das erstmal. Zurück. Aber. Hey, Goal! Alles gut bei mir ist kalt. Und das? Oh, vielleicht hat er aber erst. Weiter geht's. Ich folge. Sonst irgendwas? Nein. Wir haben kein Gefäß. Wir haben einen schrägen Schirm. Ich glaube. Da jetzt noch ein bisschen rumprobieren mit dem das Klopfzeichen. Vielen Dank fürs Zuschauen, liked und abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.